Stopp, stopp! Abschiebestopp! Stopp, stopp, stopp! Abschiebung, stopp! Wir sind die Alternative für Deutschland aus Bautzen. So, danke. Danke ihr alle. Danke, dass ihr eure Komfortzone verlassen habt, um hier bei uns und mit uns zu sein. Das ist ein sehr wichtiger Tag für mich, für uns und auch für euch und für Sachsen. Und das ist nicht die letzte Demo. Wir haben jetzt angefangen, laut zu werden. Wir werden nicht aufhören. Wir sind es bereit und wir sind es gewohnt zu kämpfen, denn wir schwarze Menschen, wir kämpfen schon seit über 500 Jahren und wir werden jetzt nicht aufhören, wir werden weitermachen, vor allem, weil die Demokratie dieses Land im Sterbebett liegt. Wir haben jetzt die Verantwortung, dagegen zu kämpfen, zu arbeiten, damit dieses Land wirklich bunt wird, wie wir es gern hätten. Dies ist der Sommer der Solidarität und wenn ihr hier oben wärt, würdet ihr sehen, wie wundervoll ihr seid, wie schön, wie bunt, wie laut. Und wir stehen hier und sind laut gegen Abschiebung, gegen Rassismus, gegen Sexismus, gegen alle Ismen, die uns jeden Tag zerstören, die unsere Seele verletzt. Ihr und wir sind heute eins, wir sind unteilbar, wir sind grenzenlos, wir sind unverschämt, wir sind stark und wir sind die Alternative. Wir sind die Alternative! Alternative. Vielen Dank, Leute, vielen Dank, dass ihr so zahlreich gekommen seid. Ich will nur zwei oder drei Sätze sagen. Wir sind ein Teil dieser Gesellschaft. Wir sind keine Gäste. Wir sind ein Teil dieser Gesellschaft. Wir bringen uns ein. Und wir werden unsere Rechte mit allen rechtlichen und friedlichen Mitteln erkämpfen. Und wir bringen uns ein, um unsere Rechte zu bekommen. Und nur ein Satz an die AfD, an die scheiß AfD. Sie sagen immer, wir haben kein Recht, Forderungen zu stellen. Wir werden Forderungen stellen, weil nicht das Deutschland und die Bundesregierung unsere Länder und Krieg, mit Kriegen und Waffen explodieren und am Ende müssen wir das Scheiß da und hier ertragen. Nein, das werden wir nicht machen. Und nur ein letzter Satz für die Leute, die uns immer fragen, und wie lange willst du hier bleiben? Es quält uns hier. Wir bleiben hier lange. So wird es schöner. Wir sind die Alternative. Vielen Dank.